Willkommen zurück zu Fallout 3. Beim letzten Mal waren wir auf der Suche nach Ian, einem kleinen Jungen, der hier in das Dorf, nennen wir es mal Dorf Arifu, gehört. Und ja, der ist verschwunden. Wir waren auf der Suche. Wir haben auch schon ein paar Wader getötet. Ich habe gehofft, das war die Familie. Leider hatte ich da Unrecht. Allerdings hat uns jetzt der Typ halt auch gesagt, ja, der wurde halt irgendwo Richtung Osten verschleppt. Ja, und jetzt ist halt so die Frage, na, wenn jetzt hier die Raider waren, vielleicht sind sie irgendwo hier, vielleicht sind sie irgendwo hier. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen halt mal gucken. Ja, Versuch macht klug und so. Ich gehe einfach mal hier irgendwo in die Richtung. Vielleicht sehe ich hier laut Wahrnehmung hier zum Beispiel irgendwo, ja, da ist so ein Dreieck, das heißt, da ist dann irgendwo ein Ort, den wir jetzt noch nicht erkundet haben. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Muss man halt mal gucken, ne? Mal, da hinten sind nämlich noch mehr Raider. Hey. Aber sind keine Minen. Sicher bin ich mir nicht. Fallout 3 Shelter? Shelter? Entdeckung Vault 106. Okay. Ja, kommt doch! Kommt doch! Doch! Kommt doch! Wieso bist du überhaupt nackt? Doch! Lade nach! Hey! Treffen ist halt so eine Sache, ne? Wie die da sich jetzt verkauern hier. Guten Tag. Ihr seid tot. Du wirst mir gar nicht in den Arsch treten. So, wir nehmen auf jeden Fall die Munition mit. Alles weitere nach Bedarf. Vault 106. Nur so. Dann müssen wir mal gucken, was es hier genau auf sich hat. Man dann hier rein oder wie ist das? Tür zu nach Eingang Vault 106. Okay. Na, wenn das mal nicht überlaufen ist von Raidern. Aber wer weiß, vielleicht wurde Ian hier hingebracht. Ich meine, ist er in der Nähe von den anderen Raidern? Also ich gehe mal davon aus, er wurde von Raidern entführt. Okay. Ein bisschen in Sicherheit gehen vielleicht und nachladen. Ich habe auf jeden Fall Alarm ausgelöst. Nuka-Cola Quantum nachgelassen. Ja, das ist ja schön. Aber hier sieht es auch nicht unbedingt noch lebendig aus. Es scheint eine verlassene Vault zu sein. Irgendwie. Krücke Schachtelzigaretten. Ja, die nehmen wir mit. Versucht, dass meine Wahrnehmung hier irgendwie was wahrnimmt. Aber wenn ich das so vergleiche mit der Vault, wo wir herkommen, dann sieht das hier ganz schön untergekommen aus.
Aber fragen die nach Sonnenschein. Ich habe eine Vault für mich allein. Da kann ich durch, hier nicht. Okay. Großes verbranntes Buch. Da kann ich durch, da kann ich durch. Ein Hütchen. Wir haben Gegner. Frage ist, was für Gegner? Geh mal kurz hier lang. Ach, hier ist verschlossen, okay. Nichts, was ich unbedingt mitnehmen wollen würde. Komme ich hier an den Terminal? Verschlossen leicht. Okay. Ah, okay. Command. Auch nichts korrekt. Nee. Tyranny. Nee. Missing. Auch nicht. Winning. Auch nur 1 von 7 immer. Wir brauchen ja mehr Buchstabenübereinstimmungen. Bearing. Oh. 3 immerhin. Den Ding. Nee. Auch nicht. Okay. Ranking. Ja. Wanting. Ja, vielleicht ist es einfach mal mit ING am Ende. Waiting. Nee. Matters hat 4 von 7 diesmal. Frage ist halt, welche der bei zum Buchstaben, ne? Das dann nicht, okay. Auch nicht. Ist halt wirklich jedes Mal hier so ein pures Versuchen. Und jeder Versuch ist halt immer wieder anders. Nein. Outside hätte ich eigentlich vielleicht auch noch probieren können, aber egal. Nein. Oh. 5 Buchstaben direkt korrekt. Das Ding hat nur 6 verschiedene. Beziehungsweise. Ich glaube, es kommen nicht noch die Buchstaben drauf an, sondern halt, wo diese Positionen dieser Buchstaben sitzen. Oder? Selling dann natürlich nicht. Sending. Naja, nee. Getting? Nee, immer wieder weniger. So. Beating. 4 von 7 immerhin. Setting dasselbe. Ending auch, ja, super. Uranium. Hostile. Ah, ne. Origins.
Wir kriegen das schon noch raus. Es dauert halt manchmal nur ein bisschen länger. Booking? Ja, nee. Warning? Ja, vielleicht schon eher. Camping? Ja, aber knapp. Und später gibt es halt noch richtig krass verschlüsselte Sachen. Okay. Healing. Healing. Heading. Ja. Leaders. Nee. Alles nicht richtig. Wie kriegen das noch hin? Ich bin nicht gut in sowas. Mission hat 4. Session? Hat auch nur 4, okay. Oh! Hier war es jetzt diesmal der erste. Okay. So, Kennwort eingeben. Was kann man hier gucken? Dringend, Sicherheitshinweis. An die Vault-Sicherheit. Falls Bewohner einen merkwürdigen Geruch oder eine Art Geschmack in der Luft bemerken sollten, versichern Sie diesen bitte, dass alles in Ordnung ist. Es gab eine leichte Störung des Filterationssystems. Jedoch nichts Schwerwiegendes. Die Systeme wurden repariert und wieder zu 100% funktionsfähig. Falls sich jemand merkwürdig verhalten sollte, melden Sie dies bitte sofort, damit die medizinische Versorgung erfolgen kann. Der Aufseher. Okay. Eine Filteranlage hier kaputt, ja? Oh, plötzlich ändert sich die Lichtsituation hier gerade. Ja, es scheinen hier Way da drin zu sein. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Wahnsinniger Überlebender. Okay. Also Überlebender. Aber nicht so, wie man sich das wünschen würde. Alle dem Wahnsinn verfallen hier. Okay. Kann ein Vault 106 Overall mal mitnehmen. Okay. Da brauche ich mal was zu essen, würde ich sagen, ne? Ich hätte jetzt hier wirklich mit mit Raidern gerechnet. Aber gut. Dann sind es wohl ganz normale Vault-Bewohner, die ein bisschen dem Wahnsinn verfallen sind. Auch nur so ein bisschen. Damit komme ich klar. Leicht. Ja, das Leben in der Vault kann halt auch anders laufen, ne? Frage ist halt, wie oder mit was haben die sich dann hier erhalten quasi? Meine Vault, wo ich herkomme, die lief ja noch irgendwie so einigermaßen. Ja, es wurden zwar auch Dinge rationiert und so. Aber es hat zumindest irgendwie funktioniert. Das hier funktioniert ja gar nicht mehr. Kannst mir erzählen, was du willst. Ja. Kanada in Kanada. Klopf, klopf. Hier ein Spind mit einer Lederrüstung. Ja gut, okay. Vielleicht auch der eine Raider, der draußen war, der einfach nackt war. Also halt
hatte zumindest keine herkömmliche Kleidung. Vielleicht war das ja mal ein Void-Bewohner, der sich dann in Way dann angeschlossen hat. Den wir dann umgenutzt haben. Okay, bin ich hier? Das ist ja schlau. Oh, die schlau von mir, ne? Okay. Immer weiter tiefer. Zu dem Wohnquartier. Aber wir haben hier noch Gegner. Ich muss nur gucken, wo. Aber wenn ich jetzt zu den Wohnquartieren gehe, dann ist es ja quasi wieder ein anderer Bereich. Verstehst du, was ich meine? Also gehen wir mal hier gucken. Richtig. Wo? Guten Tag. Nette Frisur. Alter, lass ihn das. Alter, mein Kopf ist verkrüppelt. Du Penner. Jetzt kommt noch einer. Ja. Mach mal normal hier. Ich war einst ein Void-Bewohner, so wie ihr. Nur hat es bei mir funktioniert. Ich kann nichts sehen, weil mein Kopf verkrüppelt wurde, ne? Okay. Aber sie verteidigen sich zumindest mit ihrem Leben. Okay, ja, ich bräuchte auf jeden Fall... Na, wie heißt es? Stimpak. Aber ich glaube, hier gibt es kein Stimpak, ne? Könnte sich das dann gleich irgendwie als schwierig erweisen. Oh, cool, gucken. Ja, wenn ich hier ständig so gehirnerschütterungsmäßig schwammiges Bild kriege. Ja, es fällt mir auch schwer, dabei hinzuschauen. Ich versuche ja auch schon, irgendwo ein Stimpak dann zu finden. Was leichter gesagt als getan bei dem ganzen Schrott hier. Überhaupt hier einigermaßen leben können, weißt du? Eine Kampfrüstung? Und jetzt die Lederrüstung, die hält nicht mehr viel aus. Wir nehmen mal die Kampfrüstung. Sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Und halten auch ein bisschen mehr aus. So, dann gehen wir jetzt zu diesen Wohnquartieren. Oh, hier geht's noch irgendwo hin. Bitte, sei vorsichtig. Was ist hier los? Also nicht jedes Mal so, ich sag mal, Vision, wie es halt hier vorher war, oder halt Erinnerung an unsere Vergangenheit, wie es in unserer Vault halt ausgesehen hat. Okay. Na dann auf zu den Wohnquartieren. Ich habe wirklich kein Stimpak mehr, ne? Doch, ich habe eins. Oh, das ist ja gut. Warte. Status. Zustand. Kapital Stimpak.
So, nehmen wir ein bisschen Kuchen. Ramen-Steak. Dann wird es so langsam wieder ganz schön eng hier. Die Gehirnerschüttung sollte jetzt gleich weg sein. Aber ich habe mir einfach mal was in den Kopf gespritzt. Kann man mal machen, ne? So. Die Wohnquartiere. Hab ich dich? Hab ich dich? Du siehst aus wie der Typ vorhin. Sagen, der ist hinüber. Hier. Läuft. Polizeiknüppel hat der. Wir hatten auch hier alle Einheitsfrisur oder was? Jetzt zurück nach Eingang, okay. Gerade gefragt, was ist das für eine Tür? Und noch so ein Billardtisch. Na, mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch tolles Zeugs. Nagelschlagring, Wunderkleber. Ja, komm, nehmen wir mit. Ich nehme den anderen Nagelschlagring reparieren. Impact? Nein. Okay. Dann nicht. Ich hätte gerne ein Stimpack oder ein paar mehr. Weil das ist alles ziemlich leer. Oh Mama, du Meisterreimer. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie die hier gelebt haben müssen. Ja, ich dachte auch, ich habe was gehört. Kritischer Angriff gegen Überlebender. Überlebender verkrüppelt. Läuft. Hast du ein Stimpack? Auch nicht. Level erhöht. Yay. Okay. Level 8 haben wir jetzt, ne? So, ist natürlich wissenschaftlich. Dass wir das hier auf einen glatten Wert haben, mehr oder weniger. Kleine Waffen sind halt auch so Sturmgewehre, ne? Aktuell haben wir halt schon viel Sturmgewehr-Zeugs und so. Dann haben wir dann Energiewaffen und kleine Waffen. Oh, ich wollte auch nicht. Ach komm. Also 5 Punkte wenigstens hier noch in die Triche. So, hier. Einmal nehmen sie jedes Mal, wenn sie was haben, 50% weniger Strahlung auf. Ja. Wolvermann. Ach, das war das, genau. Die Größe zählt. Sie sind von den ganz großen Waffen geradezu besessen. Mit jedem weiteren Rang dieses Extras erhalten sie 15 zusätzliche Punkte in die Fertigkeit. Große Waffen. Schon geil. Solange sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit zwei Händen zu bedienen ist, erhalten sie einen Bonus von 25% für ihre Wortspräzision. Ist schon geil. Mit dem extra starken Rücken können sie 50 Pfund mehr an Ausrüstung tragen. Auch nicht verkehrt. Strahlungsresistenz. Macht sie, wie der Name schon sagt, gegen Strahlung resistent. Es erhöht ihre Strahlungsresistenz um weitere 25%. Auch geil. Unbefangene Vermittlung. Mit dem extra unbefangene Vermittlung erhalten sie weitere 30 Punkte für die Fertigkeit Sprache. Solange sie einen neutralen Kammerlevel haben. Habe ich nicht. Okay, das heißt, ich würde das tatsächlich nehmen. Damit wir einfach eine bessere Präzision haben im WOTS-System. Ja. Ja. Denn
grundsätzlich Sturmgewehre oder halt auch Energiewaffen, die teils mit zwei Waffen, mit zwei Händen getragen werden. Sollte alles damit reinzählen. Mache ich auf jeden Fall häufiger als Pistolen. Würde ich mal behaupten. Außer natürlich, wir haben dann später ein Magnum und so. Eine vernünftige wieder. Zigaretten nehme ich auf jeden Fall mit. Dann müssen wir gucken, wo es hier lang geht. Ich kenne mich ja nicht aus, ich habe selbst in einem Wald gewohnt. Sind ja alle baugleich. Was sie sich ja auch für Barrikaden aufgebaut haben. Bier. Das lasse ich hier. Ja, hallo, den nehme ich mal mit. Verschlossen schwer. Dafür brauche ich 75. Shit. Heißt dann wohl, dass ich hier nochmal herkommen muss? Oder ich gehe halt hier lang. Einfach unten. Verschlossen leicht. Eine nicht verschlossene Tür. Ah. Erinnerungsmittelkarton, nee, danke. Oh, warte. Hier, Munitionskiste hätte ich beinahe übersehen. Mikrofusionszelle, das ist sehr, sehr gut. Schön, dass die hier sowas haben. Halbmetall könnte ich theoretisch mitnehmen. Brauchen wir zur Rückherstellung. Ja, ein ganzes Lager ist das. Für Patronen. Noch eine Munitionskiste. Stange Zigaretten. Kann man alles anderweitig gebrauchen. Ist so. Hier wurde halt auch wahrscheinlich vor Wut, vor Frust, keine Ahnung, einfach hier das Ding umgeschmissen. Egal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Leere Metallkiste. Ich habe getestet, ob sie leer ist. Erste-Hilfe-Kasten. Ja, nehme ich. Nehme ich alles. Wodka. Weil wegen Gewehr und so. Anders kann man das hier wohl in dieser Vault auch nicht mehr ertragen. Außer halt mit Alkohol. Ich würde schon sagen, Blutspritzer hier, aber hier war ich jetzt noch gar nicht wirklich. Hier die Lampe betreibt. Wow. So hat sie mal ausgesehen. Oder so sah es bei mir aus. Tür erfordert Schlüssel. Und plötzlich einfach woanders. Ich habe die Tür noch gar nicht geöffnet gehabt. Aktivieren. An mich. Ihr Hirn. Soft. Version ich. Ein Hinweis für mich. Dieser Ort ist herrlich. Ich glaube, es ist an der Zeit, das Neue anzunehmen und diese Veränderung zu begrüßen. Spannen Sie sich. Noch ein Hinweis für mich. Na, kommen Sie schon. Gefällt es Ihnen hier nicht besser? Atmen Sie im Blau tief ein. Entspannen Sie sich. Bitte lies mich. Im Ernst, dieser Ort hat alles, was wir brauchen. Genießen wir ihn also, solange wir hier sind. Na gut, wenn du nicht willst. Ich habe Ihnen sonst nichts weiter zu sagen. Wir sind hier fertig. Ja, wir haben ja schon davon gelesen, dass es hier irgendwie komisch riechen soll. Also wer weiß, was hier für komische Halluzinogene
Dinge in der Luft gibt. Wir uns hier Dinge einbilden lassen. Ist alles derselbe Text, ne? Ja. Alles dasselbe quasi. Wenn wir uns jetzt hier umdrehen. Hier kam ich her, ne? Theoretisch. Genau, aber hier haben wir quasi die Tür gar nicht geöffnet gehabt. Alles Einbildung. Alles durch eine komische, defekte Filteranlage. Rostet das auch hier überall ist, ne? Es hat so ein bisschen Silent Hill Flair. Silent Hill trifft auf Fallout. Wobei auch solche runtergekommenen Walls gab es halt auch schon in den vorherigen Fallout-Titeln. Ich dachte. Guten Tag. Du dachtest dir was, das ist ja toll. Den. Jo. Aua, aua, aua. Nette Fresse. Immer schön drauf da. Jetzt durch unseren Boni. Oder Wortsystem. Treffen halt auch den Kopf halt jetzt immer relativ häufig mit 95%, was bei Menschen zumindest ein nahezu Instant Kill ist. Weil nicht immer verkrüppeln wir nur. Das ist schon gut. Da waren Menschen. Kam mir was entgegen und dann waren sie weg. Hier gehen wir hier mal rein. Geht hier überall runter. Es geht hier überall runter. Sind halt die Wohnquartiere, ne? Lange Zigaretten nehmen wir mit. Kann man verkaufen. Im Bett können wir theoretisch auch pennen, glaube ich. Was mache ich jetzt nicht? Nicht so lange hier noch irgendwer leben sein könnte. Ja, nicht so lange irgendwer hier noch leben sein könnte. Mein Gott, Mammut. Dein Deutsch. Hä, was Deutsch, hä? Hast du gesagt, ich bin krank oder was? Ein Safe. Ein leerer Safe, wohlgemerkt. Female Dorm. Das hier war Male Dorm. Ja. Gucken wir mal, ob es überhaupt noch Was Frauen gibt. Denn? Aber bisher haben wir keine Frauen gesehen. Hier. Hey. Boom. Tot. Ich bin da. Es ist also doch nichts hier. Hier. Doch, hier ist was. Guck mal. Drüben. Wo? Hey, wie, du bist nicht tot. Jetzt ist er tot. Ja, ist ja gut. So. Da die ja nur Nahkampfwaffen haben, brauche ich jetzt hier nicht irgendwie taktisch gehen, ja hier auf die Arme oder auf die Waffen oder keine Ahnung was. Da bin ich tatsächlich im Vorteil mit meiner Waffe.
Okay. Mehr Räume. Klos. Alles muss hier gecheckt werden. Besonders, ob da irgendwas in den Klos drin ist. Ob jemand nicht gespült hat oder so. Ob da Drogen drin sind. Dann auch hier mal eben meine Lebenspunkte auffrischen. Auch nicht verkehrt. Hier dann die andere Toilette. Eindeutig die Männertoilette. Okay, gehen wir mal hier in den offenen Raum rein. Auch hier natürlich alles leer. Aber wer soll das alles geplündert haben? Ich meine... Raider waren ja hier anscheinend nicht, sonst wären die Vault-Bewohner schon tot. Ja, komm, nehmen wir die Kampfrüstung mit. Ja, okay. Ist jemand tot? Auch schon ein bisschen länger. Wie viele Jahre war dieser Raum abgeschlossen? Da muss ja hier stinken wie sonst was. Ah, ne, krieg's nicht aufgeschlossen. Also wir müssen hier in die Vault auf jeden Fall nochmal zurückkehren. Oh, hier sind auch. Also hier zwei und hier ein Kind, ja. Dass hier die Luft ist, die hier reinkommt. Defekt ist und so. Also wir müssen in diese Vault auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir Dietrich Stufe 75 haben. Na, da muss ich halt die jeweiligen Stellen auch wieder finden, ne? So, einmal jeweils da ganz unten und einmal irgendwo hier eine Tür. Apropos Tür, es gibt hier noch irgendwo eine, die leicht aufzuschließen ist. Glaube ich, hier in dieser großen Halle irgendwo. So, einfach nur ein Clipboard. Ich glaube, das war diese Tür. Ja. Nur. Oh. Okay. Gibt immer Erfahrungspunkte. Forschungsareal. Wir haben hier ein Radio. Und Gegner. Runter. Hat er was gehört? Ja, er hat was gehört. Und der andere hüpft da so durch die Gegend. Oh, ich hab's beide versehentlich erwischt. Oh, okay. Das war unbeabsichtigt. Die haben auch alle nichts wirklich dabei. Ich bin Präsident John Henry. Ah, okay. Und Sie hören Radio Enklave. Die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser Karte. Die H-Klammer nehmen wir natürlich auch mit. Okay. So, hier kam ich her. Ich kann hier stückchenweise gucken, wo ich hier lang kann oder lang soll. Mach aber auch einen Krach, ne?
Ich wollte schon sagen, wie, hier ist keiner. Ich. Nein! Doch. Aber sowas von. Aber sowas von. Ja, hier ist jemand. War wohl nichts. Hallo. Hier, hallo. Ich weiß, dass sie da sind. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Pfeile, ja gut. Können die mitnehmen, das andere reparieren? Kann ich mal eben schnell machen. Reparieren mit dem Ding. Wird halt da ein bisschen mehr Schutz. Das tragen wir, das können wir hier und dann damit reparieren. Gibt es 22 Schutz. Guck mal. Okay. Sensormodul ist natürlich wertvoll, aber habe ich eigentlich wenig Platz für. Ich finde die schon noch. Frage ist nur, wie lange es dauert. Schau an. Guten Tag. Nette Haarfarbe. Hat er aber nichts gebracht im Tod. So, meine Emotionen wird natürlich weniger. Aber das wird sich bei Zeiten auch noch ändern. Jetzt für einen Spaziergang hier in die Vault ist das ganz nett. Wer ist da draußen? Ich bin hier drin. Guten Tag. Hi. Ist auch ein verrückter Wissenschaftler, ja? Jetzt! Hey, auf! Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay. Eine Illusion vom Butch. Da bist du ja. Ja, da bin ich, ja. Wo bist du? Da bist du. Guten Tag. Er macht Verprügeln hier. Super! Warte. Halt, stopp! Ich muss im Pip-Boy meine Waffe raussuchen. Wir haben nämlich... hier so ein schönes Lasergewehr. Piu! Du wurdest im Kopf gelasert. Piu! Da ist er verschwunden, weil ich jetzt wieder in dieser Illusion bin, ja? Ich glaube, ist gerade ein bisschen fehlerhaft. Na komm. Nein! Doch. Okay. Thema. Das ist ein schwer. Ich brauche auch 75 für. Ich glaube, die werde ich dann nicht wiederfinden, weil ich nicht dran denke. Ah, hier so eine tolle Mini-Atombombe. Kann ich wieder toll verkaufen. Ja, auch Menschen, die hergebracht wurden, ja. Die Leichen.
Naja, irgendwo mussten die ja hin, ne? Wohin mit dem Abfall? Ist ja nun mal so. So, haben wir dann bald mal alles? Weil ich dann den Weg rausruhen kann hier. Weil hier ist ja anscheinend kein Ian. Ich glaube nicht, dass der hier hergebracht wurde. Ich glaube nicht, dass das hier die Familie ist. Hatte ich schon durchgeguckt, ne? Ja. Ich würde sagen, Vault 106, da lebt halt dann auch jetzt keiner mehr. Wir sind einer der wenigen aus einer der wenigen funktionierenden Vaults. Ah ja, genau, hier war das Radio. Hey! Hey! Oh. Hey mich nicht, ja? Und sie sterben so langsam. Guten Tag. Daneben. 95%ige Trefferchance daneben. Like immer gut. Schrei nicht, nicht so. Okay. Also hier waren wir dann jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dann haben wir alles. Außer halt das, wo wir nicht reinkommen. Was ist das jetzt hier? Das ist das Forschungslabor, ja. Hier geht es wieder zurück in die Wohnquartiere. An Vault Sicherheitsbefugnis B, Vault Sicherheitsbefugnis C. Heute um 15.30 Uhr werden wir Steuerungsfrequenz 46.2a einleiten. Da wir nicht genau wissen, welche Auswirkungen die Gasausschüttung haben wird, weisen wir jeden, der diese Nachricht empfängt, an, sich an dem ihm zugewiesenen Standort zu begeben, der in seinem Formular C11 angegeben ist. Die zugewiesenen Standorte wurden wegen der von Ihnen gebotenen Deckung und Sicherheit ausgewählt. Lassen Sie sie also nur im äußersten Notfall. Denken Sie daran, jeden, der sich abnormal verhält, gemäß den vorgegebenen Richtlinien zu behandeln und bitten Sie vor allen Dingen sofort um ärztliche Hilfe. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe während dieses kurzen Tests und versichern Ihnen, dass die Steuerung nicht tödlich ist und vor 16 Uhr aus der Luft verschwunden sein wird. Der Aufseher. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen... Wirklich war es bestimmt. Und den Raum haben wir von der anderen Seite gesehen, ne? Gut. Ja, auf sehr persönlich war jetzt ja auch nicht hier. Ja, dann können wir jetzt erstmal hier raus, würde ich sagen. Aber mehr ist jetzt nicht. Wir haben zwei Türen und eine Box, die wir öffnen könnten, hätten wir ein höheres Dietrich-Level. Habe ich aber nicht. Fazit. Pech gehabt. Ja, wir können hier jederzeit nochmal zurück. Ich glaube, bis dahin sind bestimmt irgendwie Gegner oder sowas respawned. Jo. Mal gucken, ne? Wo ging es denn jetzt hier hoch? Ja. Dann geht's hier links zurück. Ich habe eine Orientierung, oder? Bin auch ganz überrascht. So. Das war ja mein Abenteuer hier. Quer durch eine Vault.
überhaupt jetzt auf eine getroffen bin, wundert mich ja schon ein bisschen, weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe. So. Die Vault ist frei. Frei von Zeugs. Lass mal die Tür auf, dann können wir durchlüften, ne? Ich glaube, es zappelt nach vorne, aber es ist wahrscheinlich einfach nur eine Leiche, die da nochmal hingefallen ist, ne? Ja. Okay. Dann. Einmal zurück nach Megaton. Relativ nah bei unserer Vault 101, Vault 106. Megaton. Wir wollen jetzt auf jeden Fall verkaufen. Da hoffe ich, dass Moira so viel Geld jetzt hat. Oder dass er was im Austausch hat. Oder. Müssen wir mal gucken. Erstmal gehen wir schlafen. Hast du einen Witz? Kann ich Ihnen dienen? Ja, vielleicht mit einem Witz. Was darf es denn sein? Immer noch ein Witz. Ich war mal in einem Krematorium, das Preisnachlässe für Brandopfer anbot. Okay. Brandopfer, die dann günstiger entsorgt werden? Ja. Okay. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, danke schön. So. Alle mitgeführten Nuka-Flaschen einlagern. Nie verkehrt. So, gehen wir pennen. Und dann mal gucken. So, was ist hier eigentlich im Aktenschrank drin? Ach, ein Aschenbecher. Der gehört auch rein in den Aktenschrank. Okay. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Was ich hoffe, diesmal? Dass es Ihnen immer Schutz bieten kann. Jo, und Stimpack ist auf jeden Fall mal ganz nett. Dankeschön. Das kann man immer gebrauchen, ein Stimpack. So. Dann schauen wir doch mal, was Madame hier gerade so alles Schönes hat. Ja, wieder, weißt du, der Melodie. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Nee, ich war noch gar nicht da. Geschieht jetzt was für Loser, ich mach das später. Es ist eher so, Verlierer werden zur Geschichte. Ich muss ja leider gehen irgendwas... Sie sofort zurück und reden Sie mit den Leuten. Finden Sie etwas heraus, damit andere aus Ihren Erfolgen etwas lernen können. Ich musste ja leider eine Auswahl jetzt hier treffen, damit ich hier in das Untermenü komme. Na klar doch. So, was hast denn Schönes? Keine Dingens. Schade. Munition? Was ist denn das, was ich brauche für meinen Teil hier? 5,56 mm. Einmal ein paar. So, was haben wir noch? Hatten wir nicht noch hier so ein Dingensgewehr? So ein... Ah, sag schon. Snipergewehr. Was ist die 5 mm? Wir nehmen die einfach mal. Wir haben ja genug im Austausch, oder? Die Lederrüstung kannst du erstmal haben. Die Voltrüstung kann ich mal ablegen bei Gelegenheit. Hier. Whisky, Wodka. Mentats. Buff out kannst du auch haben. Neuen Drogen. Nimmst du das? Können wir bei uns vielleicht einlagern. Hier ist ein paar Zigaretten. Hier noch was.
Wir haben noch diese Mini-Atombombe irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Das sieht doch gut aus. Gute Jagd! Ich bräuchte halt echt jemanden, bei dem ich Simplex kaufen kann. Ne? Das mit dem Kaufen von Simplex ist halt so eine Sache. Vielleicht hat der Doktor ja was. Herr Doktor, Herr Doktor! Haben Sie Drogen? Simplex? Sie sind doch alleine hierher gekommen. Dann kann es ja nicht so schlimm um Sie stehen. Guter Arzt. Nee, der hat nichts im Handel. Ich geh da mal. Ist ja gar nicht da, wo es rausgeht. Hier. Nehmen wir das. An die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung. Dann legen wir noch ein bisschen Zeug in unseren Spind. Der Spind, in dem einfach alles reinpasst, weißt du? Jedes Mal, wenn du den aufmachst, musst du halt auch aufpassen, dass davon nicht alles gleich wieder rauskullert. Leichter gesagt als getan. Ich nehme hier ein bisschen Essen noch mit. So zwischendurch. Besser als gar nichts. Aber viel ist es nicht. Dann das Ding kann einfach mal als Andenken da rein oder vielleicht auch als Erinnerung. So, wenn ich halt, ne, vergesse, wo ich hin wollte noch, dann weiß ich es dann. Waffen. Heckenschutzgewehr. Das braucht 0,308 Munition. Okay, gut, die habe ich nicht. Aber das Ding kann ich eventuell mitnehmen. Das kann ich mit dem anderen verbinden, ne? Jo, kann ich reparieren. Das ist doch gut. Kann ich von denen hier ein bisschen was ablegen? Ja. Habe ich noch irgendwie eine Waffe, für die ich diese 5mm Dinger brauche? Offensichtlich nicht. Doch hier. Die Minigun. Ach, guck mal. Dann machen wir das doch. Das reparieren mit dem. Ist zwar nicht viel, aber hey. Und das mit dem passt. Ich trage trotzdem noch so viel, ne? Gut, zwar Minen, aber die sind ja nicht so viel. Die Waffen, die ich jetzt trage, sind auch nicht so ungewichtig. Gut. Dann begebe ich mich irgendwo hier hin. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, wo wir von hier aus dann weiterkommen. Ne, wo ich hier vielleicht noch einen Bereich habe, wo wir vielleicht die Familie finden können. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.